So, wer will jetzt haue? Dann ging es auf einmal. Dann hat sich diese Gruppe aufgelöst. Personalien wurden noch aufgenommen. So, war sehr lustig. Erzählstunde von Markus. Ja, es gibt in München auch einen Verein, der heißt Türke Gül. Ja, es gibt auch Srbija. Das besteht, glaube ich, nur aus Serben. Also, Türken ist schon leichtes Einwandererviertel. Nein. Naja, aber die meisten sind ja eigentlich ganz gechillt auch. Es sind einfach die meisten ganz gechillt, aber dann gibt es so ein paar Idioten und die machen halt den kompletten Ruf kaputt. Das ist einfach Ja, so. es ist leider wahr, leider wahr. Ist aber auch bei uns Deutschen so. Es gibt ein paar Nazis und da grenzt man uns dann alle drauf. Man sagt auch immer, dass Deutsche Nazis sind, Polen immer klauen. Gut, Polen klauen wirklich wie die. Was machst du eigentlich? Ich werde verfolgt von einem Hund und ich brauche Waffe. Geh halt zur Kiste, die ist oben links. Was oben links? Ja, bei Theater oben links. Oh fuck, ich habe Ja, keine du Waffe mehr. Da habe ich ja. gehst richtig. Kommt gleich her dann. Okay. Und damit haben wir jetzt unser Ziel schon fast erreicht. Wir müssen nur noch die Runde schaffen, ne? Okay, ich habe gar keine Waffe. Ja, kauf dir hier die Waffe. Die M16 meinst du? Ja. Die werde ich mir dann auch gleich punchen. Nein, weil, warte, ich wollte mal die Anfangswaffe jemals punchen. Blöd, wenn wir hier nicht rein können, weil der noch nicht an ist. Ja, das sollte Laufen wir mal eine Runde, oder? laufen. Ich schieß noch kurz am Kommandomagazin leer. Lauf, lauf. Ich kann nämlich nichts leisten. Nein, 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 nein. Habe ich dich wohl befreit, ne? Ja, du bist ganz toll, Maxi. Du bist der Befreier. Okay, ist verbunden. Jo, dann laufen wir jetzt mal eine Runde. Und dann würde ich sagen, Leute, wir haben fast unser Ziel erreicht, aber wir spielen natürlich noch weiter, oder? Maxes Ja, Runde. wir werden es wahrscheinlich zwar nicht mehr aufnehmen, Doch, aber doch, werden wir trotzdem noch aufnehmen, oder? Ist ja kein sagst du Problem. es? Ich weiß nicht, ob das alle Leute alle sehen wollen, wie wir hier abgehen. Natürlich. Ja, wer Natürlich. will das nicht sehen, stimmt schon. Okay, Maxi, wir sollten weiterlaufen. Ja, ich komme. Alter, ich brauche ein ganzes Magazin von der scheiß M16. Was sind das für dumme Nazis? Warum sind die so stark? Haha, das haben sich wohl auch die Amerikaner gefragt. Nee, Spaß. Genau wegen sowas werden wir jetzt Nazis genannt. Ja. Maxi hinter dir. Ja. Maxi, kommst du bitte? Habe eh keine Muni mehr. Ja, ich auch nicht. Das ist, da liegt das Problem. Oh, komm ab in Tele. Jo. Und Sabine und Carsten und Frederike und Hajo sind jetzt bei Leon. Ja. So, ich wollte schon lang mal diese Waffe gepuncht haben. Willst du dir auch Damit. was punchen? Ja, ich wette, damit tötest du dich selber. Fürchte ich auch. Jo. Was gibt's denn hier jetzt noch so Erzähler, Erzähler, Erzähler? Wir werden unsere Gut. Taktik erstmal weiterverfolgen, ne? Ja. Mute mal, dass das ganz gut klappen wird. Okay, ich habe zwei gepunchte Waffen. Zwar beide scheiße, aber egal. Jetzt will ich mal die Mustang ganzen. What the fuck? Die geht ja übel ab. Granate mal wieder in die Zeitschleife geworfen, ne? Oh, nice. Okay, bei mir war leider nichts. Aber bei mir war, glaube ich, eine Filmrolle. Ich konnte sie aber nicht aufheben. Oh fuck, Hat ein fuck. bisschen gekneift. Hä, Och, was so ein jetzt? Pfosten, ne? Schieß doch mal rein. Macht schön viel Schaden. Du musst mir den Big Arsch. Scope. Gehst du voraus, dann kann ich Ja, klar. möglichst nein. Ich wette, du tötest dich dadurch nochmal selber, oder? Du bist so ein Vogel. Zum Glück haben es die Leute auf dem Video gesehen. Ohne Witz. Du gibst ihn dafür danach, glaube ich, wieder mal lieber weg, oder? Ja, denke ich auch. Ich habe ja auch nur noch eine. Gehen wir weiter, Maxi. What the fuck? Jetzt verpiss dich. Ja, wir könnten eigentlich theoretisch auch mal die komplette Story von Moon und so weiter machen. Ja, aber das wird dann kommt dann danach erst. Wir sind ja Ja, Zombie. natürlich, wir Wir haben Zeit. Ist ja sind nicht alle so. so. Und Black Ops 2 wird eh scheiße. Ge Ja. kauft Jagger. Oh, ja, gute Idee. Ja, Black Ops 2 habe ich auch die Befürchtung. Obwohl es schon jetzt mehr Vorkäufe gibt. Also ich habe es im Internetforum gelesen. Amazon hat dreimal so viele
Vorverkäufe wie von Black Ops. Aber da 30% mehr Vorverkäufe von wie von Ding, von MW3. MW3. Ja, aber da frage ich mich dann immer, dann müssen ja schon wieder 30% Neuanfänger da das Spiel anfangen, oder? Weil diese ganzen Pros, sage ich jetzt mal, wenn die das schon sehen, den Trailer, dann kaufen die es ja nicht. Und so schlecht wie MW3 war, viele Leute steigen da ab, das weiß ich einfach. Die kaufen sich das vielleicht danach nochmal, nachdem sie es bei einem Freund gezockt haben. Aber das müssen diese 30% dann, glaube ich jetzt mal, würde ich mal sagen, 25% Anfänger. Ist jetzt so ein Tipp von mir. Ja, das befürchte ich auch. Es ist einfach so, das war ja bei mir mit COD auch so. Ich habe das erste Mal, auch PlayStation allgemein, das erste Mal bei Leo gezockt. Und das hat mich dann natürlich auch dazu bewegt, zu kaufen. Mir auch. Bei mir auch. Ja, und ich denke einfach, dass es viel Lobby sind. Und was ich halt da über MW3 schon gelesen habe, ich habe ja alle Perks gelesen. Vielleicht werde ich nochmal ein Perks Review, glaube ich, heißt das. Ich habe keine Ahnung. Maxi, aber bist du dir wirklich sicher mit den Perks? Ich habe das so im Internet gelesen, ich habe das so in anderen Commentaries gelesen, gehört. Also, das ist ohne Witz wirklich so. Nee, weil ich habe mir mal deine Kommentare durchgelesen von deinem letzten Flame-Video. Da meinten so ein paar, naja, von wegen nicht bestätigt und so weiter. Ja, es sind nicht bestätigt, da habe ich aber auch, glaube ich, gesagt, oder? Oder habe ich es nicht gesagt? Wenn ich es nicht was gesagt habe, dann... Naja, aber es ist mal ganz ehrlich, es ist klar, wenn es erst im September rauskommt, dass es jetzt noch nicht bestätigt sein kann. Ja, Leute, dann sage ich es halt hier jetzt nochmal. Die Seite, wo ich es nachgeguckt habe, die ist nicht bestätigt. Also es ist, nee Quatsch, die ist sogar wirklich bestätigt, aber es sind erst die ersten Perks. Und ihr könnt auch mal gerne bei besseren Kommentatoren nachfragen, ne? Wie Lord Takuno oder so, der die Penta-Nuke geknackt hat, den müssten auch alle kennen. Der hat es nämlich auch gemacht, also er hat es auch gesagt, die sind schon bestätigt worden, ne? Und wenn ihr euch da aufregt, dann habt ihr euch aufzuregen, aber mir ist das relativ egal und das muss ich auch so leider sagen. Dann sind es halt erst die ersten Eindrücke, dann tut euch halt damals mit zufrieden geben, als ob ich da jetzt irgendeinen Scheiß erzählt hätte. Nee, aber ich muss auch sagen, nach dem, was sich Black Ops jetzt ausschaut und vom Trailer auch her, ich finde es persönlich auch nicht besonders, weil es ist MW3, es ist eigentlich MW3 bloß mit neuen Waffen. Ich glaube, es wurde auch schon oft gesagt, ich weiß es jetzt nicht. Nee. Aber für mich ist es MW3 einfach mit neuen Waffen. Weil du hast halt diese neuen Sachen da. Ich glaube, du siehst doch auch im Trailer, wo man die Ding fliegen kann, diesen Jet. Ja, das ist halt einfach alles wegen Battlefield. Also die wollen einfach nur Battlefield imitieren. Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich habe Battlefield nie gespielt, deswegen. Ja, ich auch nicht, aber ich habe mir genügend Videos darüber angeschaut. Also wirklich, eigentlich kann ich schon Battlefield, kenne ich schon relativ gut. Ich habe mir da auch viele Videos angeguckt, unter anderem von Elotrix, und ich glaube einfach nur, dass sie mit an Battlefield anschließen wollen, damit sie sich sagen können, hier, wir haben sowas ähnliches wie Battlefield, vielleicht sind wir genauso gut, aber genau das ist das falsche Prinzip. Sie sollten sich einfach wieder an ihren alten COD-Teilen Beispiel nehmen. Wie COD 1, also MW1, das war nice. Das hab ich zum Beispiel auch. Daran sollten sie sich einfach mal wieder ein bisschen ein Beispiel nehmen, oder an Modern Warfare 2 und meinetwegen sogar an Black Ops, weil so schlecht ist Black Ops jetzt auch wieder nicht. Und dann wäre das eigentlich auch schon wieder gegessen, weil sie bräuchten einfach nur ein paar Fehler ausmerzen, und sie wissen ganz genau, was die Fehler sind, und ich frage mich einfach nur, wieso sie nicht ausmerzen. Die ganze englische Community flamed über sie, das sind englische Videos, klar, vielleicht verstehen sie uns deutschsprachige Leute nicht, das kann ich mir gut verstehen, aber die verstehen ganz sicherlich Machinima oder was weiß ich, Hoodies, Gamertech oder wen es da alles gibt. Vielleicht möchten sie sich davon einfach nicht in ihrer Kreativität beeinflussen lassen, das kann ich schon verstehen. Also ja, aber wenn das die Gamer sagen, die Gamer sind die Leute, die das Spiel spielen, Zukunftsshooter sind, finde ich, schon quasi out. Jetzt, schau, es war früher so, erst kamen diese ganzen Zweiten Weltkriegsspiele. Ja, das ist... Die sind jetzt auch, ich finde die sogar nicht mehr so schlecht. Black Ops ist jetzt quasi ein kalter Krieg, das ist auch schon relativ lang her. Aber, jetzt kommen diese ganzen Zukunftsshooter wie Halo, gut, Halo kam schon, Halo Reach, dann kommt das neue Halo, dann Crysis, was sind noch Zukunftsshooter? Homefront ist, glaube ich, auch ein Zukunftsshooter. Nein, Homefront ist, ja, indirekt, es ist sowas wie MW3 in der Art. Du hast halt einfach, ich weiß nicht sicher, aber für mich sah es so aus, zerstörte Welt und kleines Viertel bewahrt sich dann vom Rest. Aber am Homefront fand ich dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, nee, dieses kleine Ding Quatsch. Gut. In Homefront ist ja, Nordkorea besiegt Amerika und bekommt dann ja, halt Amerika. Ja, genau, stimmt.
Aber das ist richtig heftig, da gibt's eine Szene, da wird ein kleines Kind vor ihr, Quatsch, da werden die Eltern von vor einem kleinen Kind erschossen. Das ist richtig heftig. Ja, und also ich finde, die sollten sich einfach mal ein bisschen Beispiel an, ja, an den alten COD teilnehmen, dann wäre das schon ein bisschen besser. Ja. Und ich habe keine Munition mehr. Nur noch zwei Donnerschüsse. Ich könnte die mal ganzen sammeln. Wo geierst du nicht die ganze Zeit rum? Ja, ich habe keine Waffe und es dauert immer zu lange. Meine Augen fehlen langsam. Echt? Ich bin schon 26 Minuten, ne? Quatsch, es ist 2.26 Uhr. Was? 2.26 Uhr? Ja. 0.26 Uhr, ach, sorry. Ach, Scheißdreck. Solche hässlichen Hunde. Sie kamen dann alle von dir hinten irgendwie. Und ich hatte nur diese M72. Wow. Die Scheiße. Okay. Wir sollten vielleicht überlegen, ob wir einen am Leben lassen oder wie wir es machen. Ja, wir haben jetzt eh schon unsere Runde geknackt. Ich würde jetzt nicht mehr so auf höchste Runde spielen. Aber schon halt jetzt einfach noch weiter. Ja. Wir werden jetzt weiterspielen und schauen wir mal. Also ich würde sagen, Five können wir zu zweit nicht machen. Was können wir nicht zusammen machen? Five brauchen wir, Leo. Ja. Dann werden wir einfach, vielleicht werden wir morgen... Morgen kannst ich keine Zeit, erst abends wahrscheinlich wieder. Ja, vielleicht werden wir morgen Abend... Oh, lol. So. Ja, morgen Abend schauen wir mal. Wir haben ja jetzt... Also wir können uns natürlich viel Zeit sparen jetzt, dadurch, dass ich weiß, wie dieser Skype-Ding geht. Naja. Und wir haben auch jetzt, wie lange hast du schon recorded? Ich glaube, ich bin jetzt bei 48 Minuten, also ungefähr 50. Ja, das sind jetzt, ich glaube, 60 Minuten wäre dann ungefähr, wie viel sind denn 60 Minuten für ein Parts? Ungefähr 6 Parts. Nein. Das sind eigentlich 4 Parts, aber. Doch, ich lade ja, ich tue sie nicht 15 Minuten lang halt. Ich mache, ich muss ja cutten, ich muss ja an den richtigen Stellen cutten, ja. Weil ich kann mitten in der Geschichte einfach cutten. Das weiß ich doch nicht, ich bin kein so Profi-Cutter. Ah, ich bin down, scheiße, ich bin down. Okay, und wir haben verkackt. Ich da jetzt nix, Donnerkanonen ist jetzt chill. Nein, und wir sind tot. Wir sind down. Na, okay, Leute, dann. Okay. Runde 22, dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns für heute. Jo. Und dann könnt ihr euch aufs nächste kommentierte Gameplay freuen oder halt auf die nächsten Zombie-Runden dann. Also dann haut rein. Jo, also servus.